So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Conan Exiles. Ja, wir sind gerade mal im Admin-Modus, im Flugmodus unterwegs. Dadurch, dass wir gerade Nacht haben, dachte ich, wir nutzen die Gelegenheit zum Anfang dieser Folge gleich mal und zeige euch nochmal einen Gesamteindruck von unserer Villa. Jetzt der finale Stand aktuell gerade. Ja, so ein klein bisschen was ist noch dazugekommen. Zum einen haben wir jetzt hier nochmal eine Statue hingestellt. Aus der augustanischen Baureihe, müssen wir schon sagen. Diese Art, keine Ahnung, was das da steht, Medusa oder nicht ganz Medusa, so eine Seehexe quasi, ne? Mit unserem Helden, der sich wacker dem Monster entgegenstellt. Und ja, hier unten haben wir nochmal ein paar Lichtquellen gesetzt, damit unser Eingangsbereich dementsprechend auch gut ausgeleuchtet ist. Dann den Innenhofbereich habe ich nochmal ein bisschen abgewandelt, den habe ich nochmal ein bisschen umgeändert. Da haben wir jetzt nochmal hier einen kleinen Brunnen drinne. Und ein bisschen, Sichtschutz, ne? Ein bisschen was Grünes, weil wir halt hier dolle viel Sand haben. Und ja, bis auf den einen Baum und das bisschen Grün hier vorne leider nichts mehr nachwächst. Dachte ich, wir machen uns nochmal einen kleinen Garten. Was ich glaube ich auch nochmal erweitert hatte, war hier diese den kleinen Terrassenbereich, ne? Ich glaube, die Säule müsste auch neu sein im Vergleich zur letzten Folge. So, dann habe ich hier oben nochmal ein bisschen ausgebaut. Da haben wir jetzt entsprechend hier nochmal eine kleine, richtige kleine Bühne für unsere Tänzerin. Ne? Hier könnte man dann rein theoretisch mal Gäste empfangen. Mit schöner Aussicht halt in alle Himmelsrichtungen mehr oder weniger. Überall auch ein bisschen grün bepflanzt, ne, damit es so karg und so trostlos aussieht. Und ja, Innenbereich habe ich auch nochmal ein klein bisschen verändert. Da haben wir jetzt mal ein großes Bett drinne. Da werde ich bei Gelegenheit, denke ich mal, nochmal einen Thrall drauf packen, ne? So ein bisschen, um optisch ein bisschen ein paar kleine Akzente zu setzen. Inneneinrichtung werde ich dann auch zwischen den Folgen, denke ich mal, nochmal ein klein bisschen verändern. Ein paar Kleiderschränke reinstellen und ja, eine kleine morgendliche Toilette, ne? Also sprich, Spiegel und einen kleinen Waschbereich mit einem Sichtschutz nochmal reinstellen. Werden wir nach und nach alles nochmal ein klein bisschen ausbauen. Ja, ich denke auch mal, ist gar nicht so schlecht geworden. Ist, glaube ich, ein krasser Unterschied im Vergleich zu vorher, ne? Hier ist noch irgendein Bauteil anscheinend drinnen, ne? Hier ist noch irgendein Bauteil drinne verbuggt. Hier ist noch ein Bauteil drinne. Warum auch immer hier noch ein Bauteil drin ist? Da ist auch noch ein Bauteil drinne. Ui. Interessant, interessant. Ist anscheinend nicht überbaut worden, ne? Warum auch immer. So, dann müssen wir das gleich mal beheben. Das geht ja mal gar nicht. Müssen wir gleich wieder optisch beheben. So, so wird ein Schuh draus. So wird nämlich ein Schuh draus. So, und dann gehen wir mal wieder in den normalen Laufmodus. Ja. Admin-Einstellungen werden wir auch wieder rausnehmen. So, haben wir schon draußen, okay. So, und dann machen wir uns wieder auf normal. So, Admin-Rechte entfernt. Wunderbar. So, denn so langsam dämmert es wieder. Ich dachte mir, wir werden heute einfach mal den nächsten World-Boss mal anfangen. Werden wir mal gucken. Müssen wir uns erstmal ein klein bisschen Lebensmittel hier mitnehmen. So, für unsere liebe Anna, ne? Damit die wieder was zu spachteln hat für unterwegs. So, dann schnappen wir uns die gute Anna hier mal. So, dann kriegt sie erstmal ihre Lebensmittelversorgung. Und dann sagen wir, sie soll uns mal folgen. So, dann machen wir uns mal auf die Spur. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So, gucken wir mal. Hier liegt auf jeden Fall schon mal wieder ein Krokodil. Das können wir schon mal gleich liquidieren.
Wunderbar. Das haben wir schon mal. Was wir mal ganz kurz nochmal machen werden. Ich glaube, das geht dann ein bisschen schneller. Wir werden mal ganz kurz schon mal auf morgen direkt vorspulen. Oder sagen wir mal Mittag. Ja, komm, wir machen mal Mittag. Das ist ein bisschen... Dann ist es ein bisschen schneller. So, dann haben wir nämlich gleich die richtige Tageszeit. So, und dann gehen wir mal los. Müssen wir mal gucken. Wir wollen jetzt... Müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir wollen zu dieser Insel hier hinten. Können wir im Prinzip eins machen. Wir können gleich mal beim lieben Sascha mal wieder vorbeigucken. Und mal gucken, wie weit er mit seinem Gebäude ist. Und dann werden wir den nächsten World Quest mal in Angriff nehmen. So, Anna kommt hinterher. Wunderbar. So. Das Gute ist, mittlerweile sind wir ja auch relativ gut aufgestellt, was Begleiter angeht, ne? Oder generell Arbeitskräfte. Einzige, wo wir immer mal noch mal ein kleines Auge drauf haben müssten, wäre eventuell ein Dreier-Zimmermann. Der fehlt uns leider nach wie vor. Der fehlt uns leider nach wie vor. So, wunderbar. Anna wieder kurz einen Prozess gemacht mit dem Burschen hier. So, dann gucken wir mal. Müssen wir dann sowieso mal gucken. Wie gesagt, ich habe eigentlich vor, unsere Villa noch ein klein bisschen zu erweitern. Also sprich, einen kleinen Dockbereich zu bauen mit einer Anlegestelle. Und ja, wenn wir dann soweit alles haben, dann werden wir entsprechend uns auf ins nächste Gebiet machen, ne? Na komm, machst du kaputt. Das. Ja gut. Schön in Slow-Mo gestorben. So, die haben nicht mal Beute dabei, glaube ich das? Wie unverschämt. So, dann gucken wir mal. Gucken wir nämlich mal hier beim lieben Sascha nochmal vorbei und dann... Haben wir ein paar leichte Frame-Drops gerade, okay. So, da guckt man mich zum Weltboss. Bin mal gespannt, ob wir mal eine Waffe gebrauchen können oder eine Waffe bekommen, eine legendäre, die unseren momentanen Speer so ein bisschen ersetzen kann. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ah, seht ihr, können wir gleich wieder ein bisschen spionieren gehen. Der liebe Sascha hat nämlich schon weitergebaut, sehe ich gerade. Wollen wir uns gleich mal angucken, was er da Schönes hingebaut hat. Ja, müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken. Jetzt haben wir schon relativ viele Folgen. Muss ich mich mit die Tage mal mit dem lieben Sascha mal absprechen, dass wir dann langsam aber sicher mal, ja, ein paar Abenteuer mal gemeinsam machen. So, denn wie gesagt, unsere Season hier in Season 1 wird nur maximal ungefähr bis Januar laufen. Dann wipen wir den Server wahrscheinlich nochmal und dann, ja, müssen wir zwangsläufig mit einer neuen Season dann anfangen. So, dann gehen wir nochmal spionieren, was er hier schon wieder Schönes baut. Ha. Er scheint Großes vorzuhaben, wenn ich das so sehe hier, ne? Jede Menge kleine Fundamente, die er hier baut, okay. Scheint da ein bisschen was Größeres vorzuhaben zu bauen. Naja, können wir uns natürlich nicht lumpen lassen, ne? Ein Grund mehr, dass wir unsere Basis dann auch noch ein bisschen erweitern. So, gut, dann gehen wir hier mal weiter. Er hat mittlerweile ganz schön viele Dinos schon stehen. Da kriegt der gute Sascha den Hals mal wieder nicht voll. So. Alter Übertreiber. So, dann gehen wir mal weiter der Küste entlang. Gucken wir mal, wir müssen eh mal gucken, wie weit Anna aktuell ist, ne? Ja, seht ihr, die hat wieder fast ein Level up. Bedeutet, wenn wir jetzt hier noch ein, zwei Krokodile unterwegs killen, dann dürfte sie bestimmt wieder ein Level up kriegen. So, hier hätten wir einen Zuchtmeister. Was ist das? Ein Verbannter? Oi. Oh. Ein Bogenmacher.
Den werden wir uns mal schnappen. Dann müssen wir unsere Anna hier mal ganz kurz parken. So, dann müssen wir bloß mal gucken, dass der wieder zurückläuft, ne? Damit unsere... Mit unserer Anna, den ich aus Versehen umhaut. Kommt einen aber weit hinterher. Der kommt aber weit hinterher. Alter, der kriegt ja gar nicht genug von uns. Der kriegt ja gar nicht genug von uns gerade. Tja, das ist ein bisschen merkwürdig. So weit dürfte der gar nicht hinterherlaufen kommen. Hm. Jetzt haut er ab. Okay. Den wollen wir uns nämlich mal nehmen. Das ist ein Burgner. Das könnte also durchaus ein namhafter Dings sein. Das könnte durchaus ein namhafter Zimmermann sein. Und den brauchen wir noch. Den brauchen wir ganz dringend noch. Gucken wir mal, dass wir unsere liebe Anna hier beim Sascha mal ganz kurz parken. So, die parken wir hier mal ganz kurz. Und dann schnappen wir uns unser Betäubungsgerät. Und dann gucken wir mal, dass wir den Burschen da mal betäubt kriegen. So, denn wie gesagt, den würde ich ganz gerne haben. Natürlich ein bisschen aufpassen, der hält ein bisschen was aus. Der hält ein bisschen was aus, der Bursche hier. So, aber den dürfen wir gleich haben. Einen Schlag noch. Ja, schon haben wir ihn. Sehr gut. So, dann schnappen wir uns mal unser Knechtmaterial. Und dann nehmen wir den mal ganz kurz mit. So, packen wir den mal schnell in unser Rad der Schmerzen. Hm? Ja, ist ein Zimmermann. Ja, sehr gut. Ist ein Zimmermann. Dann haben wir fast alle Berufe, die wir größtenteils brauchen, mit namhaften Begleitern sogar schon voll. Geile Sache. Ja, das ist wirklich jetzt Gold wert, weil das ist genau der, den wir noch brauchten. Coole Sache. Da haben wir wirklich mal Glück gehabt gerade. Das ist sehr gut. So, und teleportieren wir uns schnell zurück. Holen unsere liebe Anna wieder ab. Und dann machen wir uns auf zum Boss. Aber das hat sich gerade gut gelohnt. Haben wir einen namhaften Zimmermann hier bekommen. Wundert mich aber, dass es an so einer Stelle ist. Normalerweise hier im Stadtgebiet kriegt man die eigentlich nicht so schnell. Da haben wir wirklich tolle Glück gehabt gerade. So, dann soll die liebe Anna mal wieder mitkommen. Oh, können wir uns jetzt auf den Weg machen. Schauen wir nämlich gleich mal. Muss ich staunen. Also dafür, dass hier normalerweise bloß Stufe 1 Swords spawnen, war das gerade richtig Jackpot. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, ne? Wir müssen ein bisschen an der Küste bleiben. Ah, die anderen hat sie alle kaputt gehauen, unsere Anna. So, da können wir das Holz auf jeden Fall mitnehmen. Was hat der hier so? Gar nichts, ne? Nee, der hat gar nichts dabei. Gut. Schnappen wir uns noch das Leder von den Burschens. So, unterwegs nehmen wir dann noch ein paar Krokodile mit. Ja, müssen wir mal gucken. Allzu viel EP dürfte das nicht mehr bringen, weil das halt einfach nur normale Krokodile sind. Aber, ja. Lass mal unsere anderen mal ein bisschen mitmachen. Ah. Ach, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Hm.
Und unser Getreuer auch, sehr gut. Im Partnermodus gemeinsam aufgestiegen quasi. So, dann gucken wir gleich mal, ob sie wieder Lebenspunkte bekommen hat, ne? Naja, gut, 93 Lebenspunkte mehr. Ist jetzt nicht so atemberaubend, aber... Oh. Die hat trotz alledem relativ viel Lebenspunkte, ne? So, müssen wir bloß mal gucken, aber wir sind einigermaßen in der richtigen Richtung, ne? Könnten im Prinzip sagen, wir gehen da vorne schon mal rüber, ne? Das könnten wir schon mal machen. Gucken wir mal, ob wir diese leichte Landzunge nutzen und da rüber gehen. So. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Ah, das ist gleich das nächste Krokodil. Ich muss gestehen, mittlerweile bin ich schon mal gar nicht böse, wenn wir mal so ein Mini-Boss-Krokodil irgendwie mal kriegen, ne? Man, gut, dass unser Begleiter uns keinen Schaden machen kann, ne? Bei dem Damage, den unser lieber Anna mittlerweile macht, wäre das, glaube ich, ziemlich ungesund, wenn es uns treffen würde, aus Versehen. So, nächste Krokodil. So, einwandfrei. Kurzen Prozess gemacht mit dem Burschen hier. So, dann gucken wir mal. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Krokodil gewesen sein. Ah ja. Ist auch nochmal ein Krokodil. Nehmen wir einfach mal gleich alle mit. Nehmen wir einfach mal alle gleich mit. Ah. Vorne liegt auch noch einer. Haben wir auch gleich wieder ein paar Stücke Fleisch dabei. So, und jetzt müssen wir hier einmal rum. Nebenbei können wir das Krokodil hier gleich noch mitnehmen. Das liegt hier so faul. Alter, ist das gesprungen. Ja. Anna, die Krokodilschlechterin. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal darüber, ne? Müssen wir erstmal auf die Insel und von da aus dann zur nächsten rüber. Kann ich tatsächlich auch immer empfehlen, hier oben zu bauen. Das ist ein ziemlich cooler Spot hier oben. Werden wir vielleicht nächste Season mal bauen. Mal gucken. Haben wir es zwar immer ein klein bisschen weiter bis zu den Schwefelhöhlen. Na wobei, so weit ist es gar nicht, ne? Weil hier ja die nächste Schwefelhöhle schon wieder ist. Gar nicht so weit entfernt. Ah ja. Im Norden die Höhle müssen wir jetzt, die Insel, da müssen wir jetzt ansteuern. So, gucken wir mal. Ist Anna da mitgekommen? Ja, Anna ist mitgekommen. So, dann schauen wir mal. Stapfen wir mal bei herrlichem Sonnenschein hier so ein bisschen an der Küste lang. Hm? Bin ich jetzt mal gespannt, wie stark der Boss jetzt noch ist. Wie gesagt, die leichteren Bosse, also sprich die gigantische Spinne und das gigantische Krokodil, haben wir ja ohne Probleme totgekriegt. Als nächstes erwartet uns dann, wie gesagt, ein, ja, nennen wir es mal Naturelementar. Ein Wendigo oder sowas in der Art. So. Oder Rotbaum heißt der, glaube ich, ne? Ich glaube, Rotbaum oder so in der Art heißt der. So, lass uns mal überraschen, wie stark der ist. Können wir gleich mal gucken, ob hier irgendwo eine Schatzkultur liegt. Ja, die müssen wir uns dann auf jeden Fall dann im Anschluss direkt schnappen. Normalerweise hätte hier schon eine Schatztruhe liegen müssen. Ah, hier.
Wir haben, glaube ich, noch einen Schlüssel zu viel, ne? Naja. Ah, wir erinnern uns, bei dem großen Krokodil hatten wir letztes Mal keinen Loot bekommen, ne? So, was kann das Ding? Schild zerschmettern. 53 Schaden und 21 Rüstungsdurchschlag. Naja. Ist jetzt nicht so schlecht. Kann man mal so mitnehmen. So, und dann gucken wir mal zum Boss hoch. So, jetzt muss unser Anna mal zeigen, was er kann. Alter, okay, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Der Rundumschlag macht ganz schön Damage. So. Alter, was hat denn der für eine Hitbox? Oder für eine Range, besser gesagt. Alter. Ui. Er macht unsere Anna ganz schön Damage gerade, ne? Ui, 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 ui. Er macht Anna ganz schön Damage, muss man mal gestehen. Drauf aufpassen, dass uns die anderen hier nicht umkippt. Hm. Naja, ich meine, solange die Giftstacks drauf bleiben. Solange die Giftstacks drauf bleiben, sieht das gar nicht mehr schlecht aus. Halbes Leben hat sie schon verloren, ne? Der macht ganz schön Schaden. Halbes Leben hat er ihr schon runtergehauen. Also alleine hätten wir da ein Problem, definitiv. Naja, aber wir haben ne gleich. Aber es ist ganz schön kritisch geworden, ne? So, da haben wir ihn. Ja gut. Pui, aber Anna hat ganz schön Schaden abgekriegt diesmal. So, da haben wir wieder einen Schlüssel für eine Schatztruhe bekommen. Da hat unsere Anna ganz schön was abgekriegt diesmal. Gucken wir mal, naja. Auf 2000 knapp war sie runter, ne? Also mehr als die Hälfte an Leben hat sie eingebüßt. Ganz schön heftig. Ganz schön heftig. So, da muss sie sich auf jeden Fall erstmal wieder heilen. So, wir können die Gelegenheit im Prinzip schon mal nutzen. Und können uns hier mal ein klein bisschen umgucken, ne? Hier in der Gegend waren wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht. Ja, genau, in der Gegend waren wir auch noch nicht. Tja, ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob wir demnächst mal den weißen Tiger-Boss angehen. Problem ist, der macht wieder extremst Damage, ne?
und haut auch vor allen Dingen Blutungsschaden raus. Also sprich es dann. Oh, hier ist ein namhafter Kämpfer wieder. Hier ist ein namhafter Kämpfer. Wer ist das? Gut, Einhieb. Naja gut, den hat er direkt gekillt. Den hat unsere Anna direkt gekillt. So, was hatte der dabei? Ja, bisschen Stuff. Ist aber gut zu wissen, dann wissen wir, dass hier auch nochmal ein namhafter Kämpfer spawnt, ne? Können wir uns nach und nach jetzt mal eine kleine Armee aufbauen. So. Müssen wir also nach und nach immer mal hier vorbeigucken. So, wir können mal gucken. Ich glaube, auf der anderen Seite waren wir auch noch nicht, ne? Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Müssen wir mal auf die andere Seite vom Fluss gucken. Machen wir mal eine kleine Erkundung hier am Flussbecken. Ja. Müssen wir, wie gesagt, bloß aufpassen, dass wir jetzt nicht ausgerechnet in den Tigerboss reinlaufen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ungesund. Müssen wir dann bei Gelegenheit auch mal gucken. Wir werden demnächst dann mal doch ein Tierpferd bauen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir mal ein paar mächtige Tiere züchten können. Beispielsweise einen weißen Tiger. Da hätte ich nämlich ziemlich Bock drauf. So, gucken wir mal, ob unsere Anna hinterherkommt. Ah ja. So, dann gucken wir mal. Hier gibt es nämlich Tiger, ne? Übersehen. Gucken wir nämlich gleich mal. Ja. So, wunderbar. Wollen wir uns auch gleich wieder ein bisschen Fell mitnehmen. Ja. Müssen wir tatsächlich mal ein bisschen die Augen offen halten. Hier gibt es nur ein einziges Jungtier immer. An dem Spot hier. Vielleicht haben wir Glück und wir finden das schon mal. Wenn wir das Jungtier nämlich finden, könnten wir das, so ironisch das klingt. Aber das könnten wir dann in unseren Kühlschrank packen. Bis wir dann mit der Zucht mal beginnen können. Müssen wir mal gucken, ob wir Glück haben und hier irgendwo ein Jungtier finden. Wie gesagt, ein einziges läuft hier ab und an immer mal rum. Da müssen wir aber immer mal ein bisschen Glück haben, dass wir das mal finden. So, wo wir halt auch drauf aufpassen müssen, dass wir hier nicht aus Versehen in den Boss reinlaufen. Der steht nämlich hier vorne irgendwo immer rum. Denn unsere Anna ist, glaube ich, noch nicht bereit für einen weiteren Kampf, ne? Die hat noch ein bisschen wenig Leben. Gucken wir mal, dass wir erstmal ganz vorsichtig hier oben nochmal eine Runde drehen. Gucken wir mal, ob wir eventuell hier nochmal ein junges Onko finden. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Hast du nochmal ein normaler Tiger? So, dann mach mal kaputt hier. Das Gift hat den Rest gemacht, ne? Das Gift hat den Rest erledigt. Tja, aber wie es aussieht, haben wir diesmal kein Glück. Mindestens an dem Spot hier ist kein Jungtier. Oh, da unten ist der Boss, ne? Seht ihr? Der weiße Tiger. Den werden wir aber, wie gesagt, dann in einer anderen Folge mal angehen. Momentan ist unsere Anna noch ziemlich verwundet. Das wäre jetzt, glaube ich, Selbstmord, da reinzulaufen. Da müssen wir erstmal, bis Anna wieder voll geheilt ist. Sonst macht das, glaube ich, noch nicht so viel Sinn. Ja, sie braucht halt eine ganze Weile, bis sie jetzt wieder voll geheilt ist. Das wird eine Weile dauern.
So, meine Freunde, meine Uhr sagt mir gerade, wir laufen auf die 30 Minuten zu. Da machen wir an der Folge mal ein Folgenpäuschen. Und ja, ich werde einfach mal zwischen den Folgen jetzt ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis unsere Anna wieder volles Leben hat. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den nächsten Boss mal an. Ne? Das wird dann wahrscheinlich der Tiger-Boss werden. Gerne wieder fleißig das Däumchen drücken, fleißig kommentieren und bewerten. Und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge hier bei Conan Exiles. Bis dahin, mal schön gesund bleiben und ciao, ciao.